Was geht ab und willkommen zu meinem weiteren deutschen Vlog. Wir haben uns jetzt übrigens auch dazu entschieden, nur noch wöchentliche Vlogs zu machen. Ich hatte es ja so ein bisschen mal zwei, mal drei, mal einer, ein Vlog pro Woche, aber wir dachten uns, dadurch, dass mein Alltag eigentlich immer ähnlich aussieht, weil ich auf der Arbeit bin und ja. Auf jeden Fall dachten wir uns, mache ich einfach so einen wöchentlichen Vlog, wo ich euch einfach mal meinen ganzen Tag zeige, meine ganze Woche, so, meine ganze Woche zeige, wo ich einfach, ja, das Beste, die Highlights meiner Woche rausnehme und sie euch dann zeige. Und ja, heute ist Montag. Ich habe um 17:45 war ich auf der Arbeit ungefähr. Ich bin so. Ich stelle mir mal einen Wecker auf 4:30 Uhr, aber dann wache ich meistens so um 5 Uhr auf. Das ist dieser provisorische Wecker, wenn man sich um 4:30 Uhr einen Wecker stellt und man weiß eigentlich schon direkt, dass man es noch dreimal auf Schlummern stellt oder so, weil man manchmal einfach nicht aus dem Bett kommt. Und ja, ich habe jetzt diese Woche meine Routine mal wieder ein bisschen geändert. Ich habe jetzt mir nämlich gedacht, dadurch, dass ich ein paar passive Projekte habe und ich sie mir immer abends eingeplant habe, aber auch schon sehr schnell gemerkt habe, dass ich dann abends irgendwie die Motivation dazu verliere, weil passive Projekte sind immer so, an sich machen sie Spaß, aber irgendwie braucht man immer so ein bisschen, um da die Lust zu finden, das zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber auf jeden Fall habe ich jetzt mir das so eingeplant, dass ich morgens 2 Stunden an meinen passiven Projekten arbeite. Dann arbeite ich 8 Stunden lang an meinen Aufgaben, die ich zu tun habe, also an meinen Kundenprojekten. Und danach arbeite ich dann noch. Ja, dann kommt halt auch noch dieses ganze Instagram-Gedöns dazu. Also dadurch, dass ich jetzt auch Streams anfange und dadurch, dass ich auch YouTube-Vlogs drehe und dadurch, dass ich auch auf Instagram viel Content biete, muss ich mir das auch mittlerweile schon täglich einplanen. Und ja, das ist jetzt mein neuer Tagesablauf. Ich versuche da jetzt das durchzuziehen, natürlich auch noch mit Homeworkouts. Und ja, ich denke mal, ich arbeite jetzt weiter an meinem Projekt. Aktuell, wisst ihr ja, arbeite ich an einem Shopware 6-Projekt und die Umsteigung ist immer noch mega schwierig. Mir ist jetzt auch mal aufgefallen, ich habe jetzt Produktboxen auf der Startseite. Die sehen jetzt auch mittlerweile ein bisschen mehr nach dem Design aus. Aber mir ist aufgefallen, da ist nämlich in der Produktbox im Design ein Hersteller. Und normalerweise im Shopware Standard ist das eigentlich auch so, dass es einen Hersteller gibt, auch bei Shopware 5. Auf jeder Seite kannst du einen Hersteller einfach mit einer Variable hinzufügen, weil die Informationen sind vorhanden. Aber bei Shopware 6 ist es irgendwie so, dass der Hersteller einfach auf der Startseite auf Null ist. Und also die Variable ist einfach leer. Die gibt es anscheinend nicht. Aber auf der Detailseite gibt es sie wiederum gefüllt. Also muss ich jetzt irgendwie mit PHP einen Weg finden, wie ich mir den Hersteller auf die Startseite wie ich mir den Hersteller holen kann für die Startseite. Und da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen planlos bei Shopware 6, weil ich mit Symfony 4 noch nie gearbeitet habe. Und deswegen möchte ich jetzt erstmal ein Meeting mit Alexander haben, damit wir das mal besprechen, wie man das angeht. Bevor ich da irgendeinen unsauberen Code schreibe, frage ich lieber Alexander, um auf der sicheren Seite zu sein. Und ja, das hat mich aber heute auch schon ein bisschen Zeit gekostet, weil ich mir die ganze Zeit so dachte, wo ist dieser Hersteller? Ich werde jetzt nicht weiter rumreden, ich werde jetzt weiterarbeiten und ja, vielleicht sehen wir uns später oder morgen. Guten Morgen! Es ist Dienstag, 8:30 Uhr und ich bin zu Hause. Nein, ich werde später auf die Arbeit fahren, aber ich dachte, ich ja, fange morgens erstmal zu Hause an zu arbeiten und dann fahre ich zur Arbeit, damit ich gleich noch Sport machen kann, weil auf der Arbeit kann man nicht so gut Sport machen und vor allem schwitzt man dann und alles und ja, ihr kennt das ja selber. es gibt ja die Base-HTML-Trick und die konnte ich die ganze Zeit nicht anpassen, egal wie oft ich den Cache gelernt habe, egal wie oft ich das Storefront neu gebildet habe und auch das Theme kompiliert habe, es hat nicht funktioniert. Das habe ich gestern in unserer Gruppe mal gefragt und die meinten, ey, mach das doch mal so.
Das hat dann auch nichts gebracht, aber dann habe ich mal versucht, den Cache über. Also, man kann ja eigentlich im Terminal, gibt man nämlich einfach den Befehl bin console cache compile, cache clear ein und dann lädt er den Cache. Aber das hat nicht funktioniert. Und jetzt gibt es halt auch noch eine Methode mit, ich werde das Ding nicht aussprechen können, psparcache cache und dann cached er das nochmal. Aber anscheinend cached er das dann anders, weil jetzt funktioniert es. Ich kann es euch mal zeigen. Mein Header ist jetzt endlich in der vollen Breite. Das ist ja das Endresultat, wie es aussehen soll. Und aktuell sieht es jetzt so aus. Ja, ich weiß, ich bin noch nicht so weit, aber ja, deswegen habe ich mir jetzt immer vorgenommen, das immer morgens zu machen. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall weiterarbeiten und dann sehen wir uns später. Man kennt's, man möchte etwas filmen und die Kamera ist leer. Ich bin, wie man erkennen kann, schon auf der Arbeit. Ich habe jetzt meinen Instagram-Post gemacht. Ich habe ja eine Umfrage gestartet über meine Livestreams, wie oft ich Livestreams machen soll, wann, um wie viel Uhr und alles, um welche Themen. Und jetzt sind wir zum Entschluss gekommen. Auch dadurch, dass ich alle gefragt habe auf Instagram, dass ich zweimal die Woche am Dienstag und am Donnerstag um 9 Uhr abends, ja, Livestreams mache. Auf jeden Fall, heute um 9 Uhr ist mein erster wöchentlicher Livestream. Heute Abend werde ich über mein ganzes Setup reden, was ich zum Arbeiten brauche, also welche Programme ich benutze und welche Plugins ich zum Beispiel in Visual Code Studio drin habe. Einfach alles mal zeigen, was ich da so habe. Und ja, und dann werde ich noch ein bisschen Shopware 5 coden. Ich glaube, ich werde mal so ein Plugin erstellen, wo man Attribute hinzufügen kann, damit die Leute mal sehen, wie so ein bisschen der Aufbau bei Shopware 6 ist, weil die ganzen Leute kennen gar nicht Shopware 6, Shopware 5 meine ich, die kennen gar nicht Shopware. Und ich möchte natürlich immer einen kleinen Einblick zeigen in Shopware 5 oder auch 6, damit die Leute anfangen, Shopware zu lernen, um bei uns zu arbeiten. Alles klug durchdacht. Klug durchdacht, nein, Spaß. Ich gehe jetzt mal essen und dann schaue ich mal, ob die anderen auch am Essen sind. Wie Monte sagen würde, get on my level. Der Monte-Effekt. Ich habe gefilmt, hallo. Get on my level habe ich jetzt drauf. Ja. Genau. Wollen wir essen? Ja. Komm. Machen wir Donnerstag wieder länger oder was? Ja, heute auch. Ich habe Heute. heute um 9 Uhr Stream. Jetzt streamst du denn? Ich mache erstmal so mein Setup, was ich so benutze zum Wenn wir Arbeiten. Nicole ausprägten, dass sie länger arbeitet, lass sie einfach abends streamen. Ja, ist echt so, Alter. Die Jungs bei der Arbeit. Männer. Der Porsche. Heute kommen wir den gleich. Ja. Komm, wie das lasst ihr? Es geht. Es ist Dienstag, 20 Uhr. In einer Stunde geht der Livestream an. Und falls ihr denkt, ich ernähre mich immer gesund und total ausgewogen und was weiß ich alles, das ist mein Abendessen. Einfach nur Weizentoast. Ich finde es einfach lecker, wenn man das isst, weil es so weich ist. Also ja. Guten Hunger. Ich vorbereite mich jetzt auf den Livestream. Licht steht schon, Kamera steht auch schon. Und dann sehen wir uns im Livestream oder später. Boah, sehe ich am Sack aus. Ich bin gerade aufgestanden.
bin vor einer Stunde aufgestanden, es ist jetzt 7 Uhr. Das Gute am Homeoffice ist natürlich, dass man einfach vergisst zu vloggen. Ich habe gestern einfach komplett vergessen zu vloggen. Wir haben heute schon Donnerstag und ja, ich sitze gerade und plane meine Woche mit Kaffee und Müsli. Ja, meine Woche, mein Tag. Ja, ich checke die Mails ab und gehe halt die Aufgaben durch und ja, gleich werde ich dann noch ein paar Videos cutten, weil wir haben uns überlegt, dass ich ein paar Ausschnitte von meinem Stream auf YouTube hochladen werde, um halt ein bisschen mehr Content zu bieten, um halt auch ein bisschen mehr wieder auf Englisch, weil wir ja deutsche Vlogs machen und ja, mal schauen, wie das so läuft. Ich werde es mal ausprobieren und dann sehen wir weiter. Was geht ab? Diesmal auch im gemachten Zustand. Eine Sekunde. Oh, natürlich das Motiv verloren. Ich bin hier. Nice. Ich bin jetzt wieder auf der Arbeit. Was ist denn los? Ich bin hier. Wie der immer mein Gesicht verliert. Hallo. Kommst du? Ja, ich warte auf dich, Snitch. Was geht ab? Du bist in meinem Blog. Wow. Ja, ich wurde gerade unterbrochen, aber wir fahren jetzt in den Supermarkt. Tja, halt auch schön Kontaktverbot. Nein. So, 1 Meter Abstand. Wir fahren jetzt in den Supermarkt, um Sandwiches zu kaufen. Weil wir momentan irgendwie auf so einem Sandwich-Trip sind und deswegen holen wir Sandwiches für heute Mittag und heute Abend. Und heute Abend sind wir ein paar von uns wieder ein bisschen länger da. Heute ist ja der Hustle. Nationale Hustle Day. Daniel ist am Start. Ist das wirklich der nationale Tag? Ja, wir hustlen ja eigentlich so. Wie immer am Donnerstag. Also es ist jetzt nicht national, sondern wir müssen holen und danach geht es weiter an die Arbeit. Tschüss. Finished. Mit meinem Stream. Stream war heute länger als sonst. Ich wollte ja erst so einen Zocker-Stream machen, aber es hat nicht funktioniert. Bei mir sah es richtig laggy aus, aber im Nachhinein habe ich im Video dann gesehen, dass es gar nicht so laggy aussah. Also dachten sich die Leute bestimmt auch nur, was macht die da eigentlich? Ja, ich hoffe, dass ich jetzt bald mal zu Hause streamen kann, weil das wird viel besser, weil erstens bin ich dann zu Hause und zweitens habe ich dann auch eine bessere Location und ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall nach Hause fahren. Morgen werde ich Homeoffice machen. Irgendwie habe ich mir angeeignet, jedes Mal nach einem Streamday Homeoffice zu machen, weil ich immer so lange im Büro bin. Ich habe ja heute um 7 Uhr angefangen zu arbeiten und bin jetzt den ganzen Tag hier gewesen. Und ja, auf jeden Fall fahre ich jetzt nach Hause. Dann gehe ich ins Bett und morgen fange ich wieder an zu arbeiten und morgen werde ich dann weiter streamen. Vloggen natürlich. Bis morgen. Guten Tag. Ich bin im Homeoffice, wie man schwer erkennen kann. Heute ist Freitag. Es ist schon 14 Uhr und ja, ich werde nur noch bis 16 Uhr ungefähr arbeiten, weil dann kommt mein Freund und bisschen Quality Time, weil wir morgen auch noch den ganzen Tag im Büro sind und ja, da ist viel zu tun und deswegen werde ich mir heute eine kleine Pause gönnen, jetzt auch gerade nach dem Livestream. Wunderschöner PC, offen, das Gehäuse-Zumach-Ding. Ich wollte mal gucken, wie er so von innen aussieht. Ich habe mir jetzt nämlich noch was bestellt. Eine Sekunde, hier bin ich. Hallo. Ich habe mir nämlich etwas bestellt, womit ich meinen PC mit meinem MacBook verbinden kann und dass ich dann streamen kann auf meinem PC, aber halt auch mein MacBook zeigen, weil das Problem ist, dieses Programm, das ich habe, das stürzt halt bei Mac immer ab, weil es für Mac nicht so gut ist. Und ja, jetzt habe ich was anderes gefunden. Heute ist Samstag. Wie ich euch schon gesagt habe, heute arbeite ich auch. Wir machen heute so einen Shopware 6 Hackathon, sage ich jetzt mal, wo jeder so ein paar Shopware 6 Plugins baut.
Und ich bin gerade an meinem Theme dran. Kann ich das ja mal zeigen, wie der aktuelle Stand ist. Eigentlich noch nicht so viel. So soll es aussehen, so sieht es aktuell aus. Also Nuffbar ist jetzt endlich mal in einer Reihe und jetzt kann ich das so ein bisschen stylen und dann kann ich jetzt endlich mit dem Backend-Part anfangen, wo ich dieses Hintergrundbild eintragen werde und der Kunde kann das dann halt hinzufügen. Wir werden heute bis 18 Uhr arbeiten, wir haben jetzt schon 14 Uhr und ab 18 Uhr wollen wir WoW zocken. Wir haben uns jetzt alle dazu entschieden, WoW zu zocken. Deswegen habe ich auch meinen Gaming-PC hier und ich werde natürlich auch ein bisschen WoW streamen. Hoffentlich habe ich dann auch bessere Qualität, weil der letzte Stream war ja nicht so gut. Und auf jeden Fall denke ich, ist es jetzt Zeit für den wöchentlichen Schluss. Das war jetzt meine Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen, den Einblick in mein wöchentliches Arbeitsleben. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, ob ihr jetzt so Daily Vlogs eher wollt oder einfach wöchentlich alles mal zusammengeschnitten, was so abgeht. Und ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in dem nächsten Vlog oder auf Instagram oder auf Twitch im Livestream. Bye!